Mr. Bitcoin, ich möchte eine Person vorstellen für das Kali-Kartell. Eine Person vorstellen für das Kali-Kartell? Tatsächlich kennen Sie sie schon, ja? Okay. Hallo, Mr. Bitcoin. Kusai? Ich würde mich gerne wieder vorstellen beim Kali-Kartell. Ja, wer ist da? Na, oh mein Gott. Wer ist Kusai? Hola. Hallo, hola, Mr. Bitcoin. Hola, Mogli. Was kann ich für dich tun? Würde gerne mit Ihnen reden, ist das möglich? Wenn die Zeit haben. Über was? Über mich und Sie. Ich rufe dich an. Adios. Okay, adios. War das Mogli? Ja, mir da. Was passiert hier gerade? Was will er denn? Schock. Er sagt, er will mit mir reden über sich und ihm. Waren wir mal zusammen? Oder über uns? Will in die Familie wahrscheinlich. Ups. Warte mal, war Mogli nicht einer von denen, die zu Grace sind? Was für Breitenberg jetzt? Nee, McBrain einfach. So, warte mal jetzt erstmal hier eine Sache nach der anderen. Kusai. Ja. Rein, ist er besser geworden oder wieso stellt sie ihn vor? Also ich muss sagen, der ist schon gut geworden, ja? Nein, aber jetzt aber mal... Ich denke, der passt in diese Truppe hier rein. Warte mal, wo war es denn Kusai? War er vorher nochmal? Bei Kanun? Ja. Und wieso bist du raus da? Mir hat das Ganze nicht mehr gefallen. Also die Familie war halt inaktiv so und mir hat so das Familiäre gefehlt und deshalb dachte ich mir so, bevor ich halbherzig bei Kanon bin, gehe ich lieber raus und suche mir eine andere Familie. Mirda Kusa ist eigentlich rein theoretisch schon einer der ersten Kalis in Dortmund gewesen. Ja, das stimmt. Das ist so heftig, dass du so ein Verräter bist. Wow. Ja, Mirda, weißt du, schau mal einen rein. Diese Leute, die werden ihren Ruf niemals wegbekommen, dass sie loyal sind. Verstehst du? Ich finde es schade für euch. Ich für mich. Ich sag, komm und geh, wann ich will. Aber diesen Standpunkt, den beispielsweise ein okay, Berg hat nicht mal richtig 100%, weil der hat einmal einen Abknicker gehabt, aber er ist dafür in keine andere Familie gegangen. Deswegen ist er kein Verräter, zu 100% nicht. Er hat einfach nur eine sagen wir mal, eine doofen Time gehabt. Das ist was anderes. Ein rein... Der war noch nie irgendwo anders. Er ist nicht mal raus. Mirda hat gar nichts gemacht. Alfie genauso. Das baut man sich mit der Zeit auf, Mirda. Jeder kann und kann gehen und kommen, wann er will. Ich weiß, dass ihr von jeder Familie genommen wird. Das wisst ihr selber. Ihr könnt zu egal welcher Familie hingehen, die werden euch nehmen. Aber hundertprozentige Loyalität, Romanus, baut man sich über Jahre auf. Und das ist das, was euch keiner nehmen kann am Ende. Ich finde es nur schade, Mirda, gerade weil ich dich so lange kenne schon. Ja, die haben recht, 100%. Hat jemand hier was gegen Kusai? Na gut, dann kannst du gerne unser Anwärter sein. Gut, vielen Dank. Freut mich. Und das geht nur so schnell, weil Ryan dich empfohlen hat. Da war vielen Dank, Mr. Bitcoin. Bedeutet mir viel, wirklich. Hola Ace, Grace, war die Team? Alles gut, Mr. Bitcoin? Si, ja, bei dir? Mit dem Gutschein, jetzt erklärt der Krieg. Zu dir werden zwei Soldaten zurück. Wer? Mogli wird zu dir zurück. Bist du Bescheid? Weißt, ich habe ihm sein Blatt dort ermöglicht. Er ist zu mir gekommen, hat gesagt, er will zu Kali. Er will mit seinen Jungs wieder rein. Dass du Bescheid weißt. Aber wer sagt, dass ich ihn nehme? Ich weiß es nicht. Auch die Sachen, die er mir über euch erzählt hat. Oder deswegen, wenn ihr ihn nimmt, aber ich sag dir die Wahrheit. Welche Sachen hat er über uns erzählt? Ist egal. Ja, aber dann musst du es mir ja sagen. Bitcoin, irgendwann unter vier Augen. Deswegen, wenn du ihn nimmst, wollte ich nur Bescheid sagen. Als er Nokali in den Mund genommen hat, habe ich ihn direkt geblattdautet und sage dir Bescheid. Und wer ist der Zweite? Wir sind ja Freunde. Mogli und Tarik sind ja immer zusammen. Vermutlich Tarik ist jetzt 7 Tage in Türkei. Aber ich gehe mal stark davon aus, wenn er zurück ist. Na gut, gracias für die Information. Kein Problem, gleich Bescheid. Ciao, ciao. Adios. Ich habe gerade einen seltsamen Anruf bekommen. Ja? Wadeteam sagte, zwei meiner Soldaten wollen zurück. Mogli und Tarik. Zurück, bestimmt ja. Ihre Soldaten oder seine Soldaten jetzt? Da wäre ich aber sehr vorsichtig jetzt mit Mr. Bitcoin. Allein das, was er mir sagte. Er sagte zu mir, alleine das, was sie über Kali in den Mund genommen haben. Ich sag, was denn? Er sagt, das sagt er mir unter vier Augen. Hat er das Gleiche nicht bei Liddy versucht? Hat er. Naja, sehen Sie. Was denkt ihr darüber? Über was? Ich kann... Genau. Hermanos, wisst ihr, manchmal verstehe ich euch wirklich nicht. Manchmal versucht ihr hart zu sein und auf der anderen Seite nimmt ihr alles wieder zurück, was uns so viel geschadet hat, was uns so alleine gelassen hat. Vergisst nicht, Hermanos, die haben uns in einer Zeit verlassen, die sehr wichtig für uns war. Und wir haben in dieser Zeit sehr viel Scheiße gefressen. Wir haben uns nichts anmerken lassen. Ja, Baro? Wir haben echt viel Scheiße gefressen. Reden wir gerade über Mogli? Ja. Ich kenne Mogli nicht persönlich.
Ich kann ihn noch gar nicht einschätzen, ich würde trotzdem gerne was sagen, tatsächlich. Ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient, weil auf eine Art und Weise kann man immer sich verleiten lassen. Was heißt verleiten lassen? Einfach eine Entscheidung treffen, die einfach im Nachhinein kacke ist. Und wenn man eine Zeit für sich hat, dann überlegt man natürlich über die Vergangenheit die ganze Zeit nach. Und dann bereut man das. Ich denke, warum? Das ist bei Mukli so und ich will das nicht befürworten oder sonst was. Aber ich finde, jeder hat eine zweite Chance auf jeden Fall verdient. Aber Baru, wenn man Scheiße baut, die Familie verlässt, dann zeigt sich der wahre Charakter in dem, wie man sie verlässt. Das ist wie, wenn man sich von seiner Freundin trennt. Es gibt Menschen, die beleidigen, die gehen über alle Grenzen hinaus. Und es gibt Menschen, die versuchen trotzdem noch den Respekt und die Grenzen zu wahren. Und wenn ich mich meine Erinnerung nicht täusche, dann haben diese Herrschaften, vor allem Dingen Tarek, eine kleine Grenze überschritten. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich mich täusche, dann korrigiert mich Kalis. Aber Breitenberg, wenn man sich dafür gerade stellt, dann ist... Was sagen Sie dazu? Warte mal, wann hat er sich gerade gemacht? Nein, wenn. Ich sag ja, wenn. Wenn er das machen würde. Okay. Darf ich was dazu sagen? Sag mal. Ich wollte dazu sagen, jeder macht Fehler, jeder hat mal eine schwache Phase und vielleicht, also jeder hat schon mal Fehlentscheidungen getroffen und vielleicht haben die jetzt 100% gemerkt, dass es halt falsch war zu gehen, ne? Also ich fände es auf jeden Fall korrekt von ihnen, wenn sie dem mal anhören würden, deren Sicht zu. Also anhören ist nur Problema, aber versprechen kann ich gar nichts. Also ich sehe schon, ihr seid gefühlt darauf aus, dass der wiederkommt oder die. Ich kann euch definitiv sagen, mit Tarek habe ich abgeschlossen. Das ist jeder von uns, denke ich. Es kommt mir nicht so vor. Also ich sage euch was, Tarek hat, als er weggegangen ist, zu Lightroom gesagt, Two-Face. Und deswegen schon, Bremen. Ich sag Ihnen eine Sache. Ich sag ja, das stimmt. Über Tarek brauchen wir nicht auf jeden Fall zu diskutieren. Da ist wirklich kein Ding. Ihr wisst, ich hab Tarek geliebt, ne? Er war einer meiner Lieblinge, Mogli auch. Aber das, was die Lightroom da versucht haben anzutun, das kann ich so nicht sitzen lassen. Prozentig, in die Minimum. Prozent. Ich glaube, Mr. Bitcoin denkt da genauso. Denke schon. Das ist auch eine Frage der Loyalität. Wir als Familie müssen aus Loyalität zu Lightroom halten. Das dürft ihr nie vergessen. Egal, wie sehr ihr Tarek und Mogli mögt, die Herrschaften sind gegangen, vor allem Ding Tarek, und er hat Lightcon angegriffen. Bremek, die reden gerade nicht Mugli oder Tarek Grubremek. Glaub mir, das machen die Jungs, die wissen ganz genau. Und keiner der Jungs hier wird seine Hand hier ins Feuer legen für Mugli oder für Tarek. Also für keinen von beiden. Das Problem ist, also ich sag Ihnen ehrlich, Mugli hat uns, hat am meisten Diego eigentlich geschadet, mit der Aussage an dem Anwesen, wo Musti gegangen ist. Diego hat da geschadet und Mr. Bitcoin. Aber auch noch was, das stimmt. Uns hat er verraten, okay? Diego hat da geschadet und... Bekannt? Mr. oder Herr Breitenberg, Sie sagen ja die ganze Zeit, Real, hat Lightcoin geschadet. Wir können ja Lightcoin fragen, was er davon hält. Gute Worte, Bekannt, gute Worte. Das stimmt. Eigentlich müsste er sich doch als erstes bei Lightcoin gerade machen. Eigentlich muss er, also warum, guck mal, das Problem ist, lass uns doch... Mr. Bitcoin, wollen Sie mit ihm reden? Mit wem? Mit Mugli. Es soll hierher kommen, von meiner Familie reden. Okay, rufen Sie ihn her. Ich habe keiner von uns die Nummer von ihm. Können Sie bitte herrufen? Eben die Nummer brauchen wir. Okay, was war die Frage von Berkant? Soll ich die nochmal sagen? Ja, oder? Dann sag. Ja, was Lightcoin zu der ganzen Thematik zu Tarek sagt? Nein, zu Mugli war das, zu Mugli. Zu Mugli. Nee, zu Tarek meinte er doch. Zu Tarek war Tarek. Das. Zu Tarek. Ich habe abgeschlossen mit denen, ja. Es gibt nichts über ihn zu reden. Ganz deiner Meinung. Also Lightcoin, es geht darum, dass Tarek und Mogli wieder zur Familie wollen und wir haben angesprochen, dass man ihnen gegenüber illoyal wäre, also unloyal wäre, wenn wir das so zulassen würden und dass die sich als erstes bei ihnen gerade machen müssen. Und dann meinte Backhand, dann ist ja Lightcoins Meinung als erstes gefragt. Nee, nach solcher Aktion muss sich keiner bei mir gerade machen, ja. Für mich ist es gegessen. Bei Mogli ist so ein Thema, das weiß ich nicht, aber mit den anderen habe ich abgeschlossen, ja. Ich denke auch, es ist eine Zeit für eine Neuerung. Tarek hatte seine Chance. Man kann verzeihen, ja, aber ich vergesse nicht. Ich werde das nicht vergessen. Nicht nachdem man sich für alles eingesetzt hat. Ja, mit Tarek sind wir uns einig. Um ehrlich zu sein, bin ich mir eigentlich mit Mogli auch sicher. Eigentlich will ich ihn gar nicht haben. Aber ich will wissen, was er sagen will. Weißt du, die Leute denken immer, ich rede Unsinn, wenn ich sage, der Weg führt immer wieder zu Kali. Deswegen macht euch den Stress doch gar nicht und verratet uns. Wisst ihr, die kommen zu Kali, leben eine Familie. Sie haben Spaß, sie sehen Hermanos. Sie haben die Leadership, sie haben den Patron, sie haben alles. Und wechseln dann in eine Familie, wo sie in einem Loch sind, wo sie gefühlt alleine sind, sie sind Roboter. Dann wollt ihr mir sagen, es ist nicht klar, dass sie wieder zurück wollen?
Und ich bin dann am Ende der Dumme, der Unmenschliche oder der Menschliche. Die ganze Zeit wird vergessen, das, was die Jungs uns angetan haben, Mirra. Und am Ende kommt es nur noch darauf an, bin ich jetzt das Arschloch oder nicht? Das ist sehr egoistisch von den Leuten. Na gut, vielleicht ist er das schon. Hola. Also ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, aber ich wollte mich auf jeden Fall als allererstes bei jedem hier entschuldigen, den ich enttäuscht und oder verletzt habe oder auch Unrecht angetan habe. Das hält mir ein bisschen schwer gerade zu reden. Du bist zum Reden gekommen, also musst du reden. Ja, mir fällt das schwer zu reden, weil ich weiß, dass ich hier viel enttäuscht und auch verletzt habe. Aber ich habe auch eingesehen, dass ich vieles falsch gemacht habe und auch viele verletzt, enttäuscht und verraten habe. Und das tut mir leid, deswegen wollte ich mich hier bei jedem entschuldigen und auch vor allem bei Ihnen, Mr. Bitcoin, weil ich weiß, wie viel Sie mir gegeben haben, aber im Endeffekt habe ich Sie verkauft, um ehrlich zu sein. Und das war halt falsch von mir. Und ich weiß, dass Sie auch gesagt haben, dass ich nie wieder zu Kali kann, aber ich hoffe einfach, dass wir irgendwie das klären können. Und ich muss Ihnen auch sagen, dass ich Sie angelogen habe, dass ich nicht lange darüber nachgedacht habe, sondern dass eine kurzfristige Entscheidung von mir war und ich einfach zu schnell reagiert habe oder überreagiert habe und nicht mit Ihnen geredet habe, was meine Probleme sind. Was war der ausschlaggebende Grund, dass du gegangen bist? Ich habe mich irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie unwohl gefühlt. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass Sie mich nicht mehr wollen. Nach dieser Sache, wo Sie halt beleidigt worden sind. Was hattest du denn damit zu tun? Gar nichts, aber Sie waren irgendwie in diesem Zeitpunkt sauer auf alle. Nein. Enttäuscht von allen. Nein. Oder abgeneigter von allen. Ja. So hat es sich zumindest angefühlt. Richtig. Und ich hatte Sie auch darauf angesprochen, dass Sie einen Satz gesagt haben, der sehr viele verletzt hat. Und das hatte mich halt auch verletzt. War halt kein Grund zu gehen. Ich hätte vielleicht nochmal mit Ihnen reden können. Aber genau das war mein Fehler, dass ich das eben nicht getan habe. Badetim hat zu mir gesagt, es gibt viele Sachen, die du über Kali gesagt hast. Willst du sie mir jetzt hier sagen? Oder soll sie mir Badetim sagen? Ich habe noch nie über Kali geredet, als ich in Grace war. Noch nie. Das Einzige, was er mich gefragt hat, ob ich wieder zurückgehen will. Und ich habe Nein gesagt. Und ich habe es Ihnen halt vorhin gesagt. Und da meinte er, ja gut, dann... Ich habe zu Ihnen gesagt, dass ich halt nicht mehr in Grace sein will. Und dann hat er gefragt, was ich machen will. Ich habe gesagt, ich versuche wieder in Kali reinzukommen, weil es halt nicht sicher ist, dass ich reinkomme, weil ich habe vieles falsch gemacht halt. Natürlich ist es nicht sicher, dass du reinkommst. Ja, deswegen. Das ist nicht mal ansatzweise sicher. Wenn ich jetzt so direkt entscheiden müsste, ohne zu überlegen, dann würde ich einfach sagen, dreimal nein. Hermanos, wenn ihr euren Weg seht, wenn ihr eure Chance wittert, dann geht ihr, ohne euch umzudrehen. Und es ist dabei egal, was ihr hinterlässt. Es ist aber egal, was ihr hinterlässt. Ihr erwartet aber, dass wenn ihr wiederkommt, dass man euch die Tür aufhält. Und was war dazwischen? Was war in der Zeit, als wir hier alleine waren? 6 Mann standen hier und jeder uns gefickt hat. Wo wir neue Leute aufnehmen mussten, weil unser Patron eh schon gefickt war. Weil sie haben wirklich ein großes Loch hinterlassen mit Tarik. Ein sehr großes Loch. Das zieht sich auch. Man lässt andere Menschen und man lässt diese Menschen am Boden liegen. Man fragt nicht mal, wie es einem geht. Man schaut nicht zurück. Er ignoriert alles und ist komplett einfach nur auf das eigene Glück fokussiert. Aber das eigene Glück hat in dem Fall dafür gesorgt, dass es uns allen hier, alle, die hier im Kreis stehen, ein Schaden zugemutet wurde, der jetzt immer noch wirkt. Immer noch. Was hat dich dazu verleitet, wieder den Schritt hierher zu machen? Um ehrlich zu sein, mir war es schon klar, dass es, wenn ich überhaupt reinkomme, also wenn es überhaupt irgendwie in meinen Kopf kommt, dass es schwierig sein wird und nicht so nur schwierig, sondern sehr schwierig sein wird. Und deswegen habe ich es auch nie vorher versucht. Aber das war, seitdem ich rausgegangen bin, habe ich immer wieder daran gedacht, irgendwie wieder reinzukommen. Aber ich dachte, dass ich einfach keine Chance mehr dazu habe. Und das ist wahrscheinlich auch so. Mache ich bald, Typhon. Weil Sie oder auch vielleicht andere, die ich enttäuscht und verletzt habe, mich nicht wollen. Aber im Endeffekt, wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich gar nichts mehr machen. Wann war das denn? Wann war was? Genau. Wann war der Gedanke, wo du dir dachtest, das war ein Fehler? Soll ich denn ehrlich sein? Ja. Ich glaube, nicht mal eine Stunde nach meinem Blood Out. Was habe ich gerade gesagt, Chad? Von Anfang an.
Das ist wirklich so. Ja, Bitcoin? Eine Frage, wartet hier. Ja. Mowgli sagt, er hat noch nie in seiner Abwesenheit über Kali schlecht geredet. Schau, Mr. Bitcoin. Mowgli ist ein guter Mann. Leonard. Dass er Kali durch und durch ist, das weißt du auch selber. Der ist nur zu mir gekommen, weil er niemals von sich aus zu Kanun gehen würde, zu Riviera oder was auch immer, weil er dich über alles liebt. Der Mann war vielleicht am Anfang sauer, verzweifelt und hat ein paar Dinge gesagt, aber dennoch, wie ich dir es auch gesagt habe, ist er ein loyaler Kali-Soldat. Dass die untereinander in der Familie da vielleicht ein paar Konflikte haben, gehört dazu. Jeder macht Fehler. Und wenn er bei dir ist, also musst du am Ende entscheiden, aber ich würde ihm eine zweite Chance geben, weil ich habe in meinem Leben auch Fehler gemacht, die ich sehr bereut habe. Und ich bin auch Mowgli sehr dankbar für seine Zeit, deswegen ich wünsche ihm nichts Schlechtes. Aber man, du darfst auch nicht vergessen, er ist bei dir gegangen, wo er bei mir war und wir fast einen Krieg angefangen haben. Er ist von dir gegangen, hat nicht mit dir geredet. Und dass er und deine Leadership gewisse Probleme hatten, darf man auch nicht vergessen. Aber er ist ein guter Mann. Und wenn deine Familie sagt, besonders deine Leadership, die wollen ihn drin haben, musst du am Ende entscheiden. Gracias. Weiß Bescheid. Ciao, ciao. Adios. Ich frage dich jetzt noch einmal. Was gibt es, was du über uns gesagt hast? Ich verspreche Ihnen, dass ich nichts Schlimmes über Sie gesagt habe oder über die Familie. Und wenn das passiert sein soll, dann kann ich mich daran erinnern. Aber ich kann mich wirklich einfach nicht daran erinnern. Aber warum sollte ich was Schlechtes sagen? Dieses eine Kali, wo ich drin war, das war eine schöne Zeit. Und das ist auch der Grund, warum ich wieder rein will, weil es halt einfach eine gute Zeit war. Und ich bin vielleicht gegangen, ja, aber ich habe mir dann nicht gedacht, keine Ahnung, Kali so und so, sondern ja, halt eher genau das Gegenteil. Was denkst du über Tarek, Mowgli? Inwiefern? Würdest du sagen, er hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass du diesen Wechsel gemacht hast? Wenn ich ehrlich bin, kam das eher von mir, aber also das ist... Das heißt, du hast Tarek verleitet? Nein, nicht so gesehen, sondern ich bin sozusagen mitgegangen. Also bist du mit ihm mitgegangen oder er mit dir? Verstehe ich nicht. Ja, ich mit ihm, aber er hat nicht so explizit gesagt, dass ich mitkommen soll. So meine ich das. Aber ich kann Ihnen sagen, weil ich weiß, ich glaube schon, worauf Sie hinaus sind, er will nicht hier rein, weil Sie denken, dass wir immer zusammen sind und so, und das war vielleicht auch oft so, aber und ich, ja. Also schau mal, Wadi-Team hat mir gesagt, dass zwei meiner Soldaten wieder zurück wollen. Ich habe ihnen gesagt, dass Tarek nicht in Kali rein will. Also wirklich jetzt, das ist die Wahrheit. Ich habe ihnen gesagt, dass dass nur ich dahin gehe. Tarek ist ja noch nicht einmal da. Er ist im Urlaub. Mhm. Also glauben Sie, dass Wadi-Team das so interpretiert hat? Ja, oder wahrscheinlich. Oder meint noch jemand? Es ist halt genauso, wie jetzt, also wie Sie jetzt vielleicht denken, dass er mitkommt oder als ich mitgegangen bin mit ihnen und wie wir zusammen in Grace reingegangen sind. Deswegen kam wahrscheinlich dann die Vermutung, dass er auch jetzt mit mir geht. Ich habe eine Frage, als Sie als Tarek ging und hier seine Aktion durchgeführt hat. Haben Sie danach drüber geredet? Haben Sie über Kali geredet? Sie und Tarek? Inwiefern? Allgemein über Kali. Über die Leadership, über irgendwen, über irgendetwas. Ja. Was habt ihr da beredet? Also, wie vermeinen Sie? Gut, schlecht geredet? Also, gut oder schlecht geredet, richtig. Ihr habt die Worte über Kali verloren, die negativ zu deuten sind. Nur Sie und Tarek untereinander. Ihr seid zwei Leute, die hier rausgegangen sind, die einen guten Kontakt hatten. Sie haben mitgekriegt, was Tarek getan hat. Er hat garantiert mit Ihnen drüber gesprochen. Ich meine die Sache mit Litecoin. Zum Beispiel. Also das war kein Hauptthema von uns, aber... Was war dann Hauptthema? Auf jeden Fall, also wir haben nicht die ganze Zeit über Kali geredet, so. Aber, also ich habe auf jeden Fall, muss ich ehrlich sein, halt Leuten Unrecht angetan, wie zum Beispiel Litecoin. Und... Das tut mir halt auch leid. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie Unrecht getan haben. Ich will wissen, worüber ihr gesprochen habt. Ihr habt garantiert darüber gesprochen. Das können Sie mir nicht erzählen, Mowgli. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Ihr geht beide hier gemeinsam raus. Mit einem negativen Ton. Geht zusammen in eine neue Familie. Ihr werdet beide Familien miteinander verglichen haben. Und ihr werdet auch Worte über Kali verloren haben. Besonders auch über Tarek. Besonders über Litecoin. Tarek wird sehr viel gesagt haben. Haben Sie dann Kali beschützt? Haben Sie eine neutrale Stellung eingenommen? Oder haben Sie befürwortet, was Tarek gesagt hat? Das ist wichtig. Und ich mag es nicht, dass Sie ausweichen, Mowgli. Also ich war weder neutral noch habe ich dem so, also doch, ich habe zugestimmt. Ja, wir haben zugestimmt, doch. Was Tarek gesagt hat, dass Kali scheiße ist. Das nein. Nein, ich habe dem zugestimmt, dass das mit Litecoin und das meine ich halt auch, dass ich ihn
Also ich leider kein Unrecht angetan habe. Ich weiß halt nicht so, wie was er darüber denkt, aber ich kann mich halt nur bei ihm entschuldigen. Und ich weiß, dass er mir halt höchstens, wenn er überhaupt dann nur verzeihen kann. Am Endeffekt, ich glaube, so oder so, wenn dann muss er das halt entscheiden. Und ich habe mir halt auch jetzt so, also ich habe jetzt auch halt ein anderes Bild von ihm. Also nicht mehr so wie davor, sondern... Von wem? Es ist eben nicht so von Litecoin. Es ist halt eben nicht so, wie ich gedacht habe. Wenn jemand in meiner Anwesenheit gegen irgendjemand von Kali schießt, ich stimme ihm zu, habe ich auch gegen Kali. Das ist meine Meinung. Was hält ihr von diesem Gespräch? Was hält ihr von seiner Rede? Rein, ich will mal deine Meinung wissen. Als jemand, der noch nie aus Kali rausgegangen ist. Ich kann Mowgli verstehen, ja. Dass er gegangen ist? Also nicht, dass er gegangen ist, aber ich kann verstehen, dass er es bereut. Und ich kann auch verstehen, warum er wieder zu Kali möchte. Scheiß drauf, er ist 31er Mann. Das ist 100% Mahon gewesen. Das ist 100% Mahon gewesen. Woher weißt du das immer, Digga? Oh mein Gott. Also deine versibbelte Stimme erkenne ich sofort. Geisteskrank. Ich bin hergekommen, weil ich eine neue Telefonnummer verkünden wollte. Es ist so. Manos, bitte schmeiß den mal raus. Ich geh selber. Raus, die lautet komm. Jetzt 24149. Mahon. Nicht so viel, nicht so viel reden. Komm. Ist der dumm, Alter. Also dieser Typ. Am Ende weiß man erst, was Kali man für hat. Ein Mehrwert für einen selber ist. Wenn man gar nicht mehr in Kali ist, verstehen Sie das? Verstehe ich. Das ist bis jetzt bei einigen so gewesen, die ich wieder zurückgenommen habe. Und ich glaube, Mowgli bereut das sehr und einige Personen, die draußen waren und wieder reingekommen sind, haben das dann auch mehr wertgeschätzt. Das mag sein, ja. Also wenn man was verliert, weiß man, was man geliebt hat, oder? Ist ja, eigentlich sollte man aus diesen Sachen lernen. Das sollte eigentlich eine Abschreckung für diese Leute sein, die mit dem Gedanken spielen, in eine andere Familie zu gehen. Ich sage euch, tut es. Geht. Aber es wird immer wieder das Gleiche sein. Ich versuche immer alles zu geben, was ich hier reindrücken kann. Ich bin vielleicht ab und zu hart, aber ich bin auch oft weich. Ich versuche die Mitte irgendwo zu finden. Und die Hermanos, die lange mit mir sind, die wissen, wie ich bin. Die wissen, wann man mit mir spaßen sollte und wann nicht. Litecoin, du hast gesagt, Mowgli kann man gucken. Ja, bitte. Ja. Was hältst du von seiner Ansprache? Ich verzeihe Mowgli, ja. Boah. Weil ich mir denke, dass das auch nicht zu 100%... Er hat das zwar gesagt und die Sachen getan, aber ich glaube noch immer nicht, dass das zu 100% seine Entscheidung war. Das alles deswegen... Ich werde es zwar nicht 100% vergessen können, was passiert ist, aber ich verzeihe ihm. Ich sage dir ganz ehrlich, Litecoin, du hast 100%ig recht. Guck mal, der Jahre hier ist, also wie ich über ein Jahr hier ist, er geht nicht einfach so. Das stimmt. Keiner. Ein Esco würde gehen, vielleicht, weil er merkt, dass es was, doch nicht was für ihn ist, weil er nicht so lange hier ist zum Beispiel, ne? Er ist eine Woche hier, sag ich mal, und Esco merkt gerade, ey, ja, dass die Stimmung gefällt mir nicht oder die Leute gefallen mir nicht, dann wird er gehen. Aber jemand, der über ein Jahr hier ist, also, ihr muss was dazu bringen, dass er geht. Verstehe. Aber ich würde mich freuen, was Diego-Sachen besser bekommen, weil Mowgli hat auch Diego da an dem Tag Unrecht getan mit Musti. Wo Mowgli gesagt hat, ich habe ihn hergeholt. Diego ist nicht umsonst so loyal. Diego hat eine ähnliche Denkweise wie wir. Aber trotzdem, Diego, rede. Was soll ich sagen, Mr. Bitcoin? Ich kann viele Sachen nicht vergessen. So verzeihen haben wir schon jegliche Leute, die uns auch sogar beleidigt haben. Aber es ist schmerzvoller, wenn jemandem was bedeutet hat und er selber hat ja ausgesprochen, dass er über ein Jahr bei Kali war und selber vor Augen immer die Beispiele vor Augen hatte, wo Leute einfach jetzt noch wiedergekommen auf YouTube sind und selber gesehen hat, was das Ganze Kali geschadet hat oder uns, weil wir sind auch Menschen, die Gefühle haben, seid ihr noch da? So hart tun hier. Keine Ahnung, ich find's traurig. Wir standen mit 6, 7 Mann hier, viele vergessen, wer alles bei uns drinne war. So, ein Tariq war drinne, Mowgli war drinne, Ace war drinne, Alfred war drinne, Diego Abi war drinne, Larry war drinne, Momo war drinne, Pinguin war drinne, John war drinne, Scotty, Antonio waren drinne. Es fehlen so viele Gesichter, die gar nicht mehr da waren und wir unter uns waren und da habe ich erst realisiert, wer wirklich eine Familie ist. Und man sagt ja, ein Zwölfer muss zu der Familie immer loyal sein, aber andersrum muss man immer gucken, ob die Leute gegenüber ihnen loyal sind.
So für mich, keine Ahnung, auch an dem Tag, wo wir bei Grace waren, sind wir selber mit Hass und voller Elan da reingegangen und haben das Gespräch gesucht wegen der Sache mit Musti, weil wir alle füreinander gegenseitig schon zu unterstützen, wenn jemand verletzt wird, und das haben wir in dem Fall gemacht. So, es ging auch lediglich um mich, sage ich mal, weil ich am meisten betroffen war, weil ich immer noch wertschätze und ich sowas nicht einsehen kann, wie man so eine Familie verkaufen kann für eine andere. Man kriegt alles in der Familie hier zurück. Es wird jemandem zugehört. Du hast eine stabile Familie hinter dir. Wenn jemand auf der Straße dir was Böses antut oder widerwärtig mit dir redet, biegen wir das wieder gerade als Familie, stehen zueinander, bauen uns auf, sind eine Stütze gegenseitig. Kann auch sein, dass ich mich jetzt so widerspreche, weil ich mit Emotionen ein bisschen rede, weil ich stecke sehr viele Emotionen in Menschen rein, mit denen ich alltäglich bin und die mir nie geschadet haben. Ich frage mich nur, warum der nicht, wo der seit ersten Tag bereut hat, spätestens da, wo wir bei Grace waren, warum die mit uns so frech geredet haben, auf cool getan haben. Jeder hat mit uns cool geredet, auf uns getretet, auf uns gespuckt, weil die wussten, wir sind nur zu sechst. Wir haben unsere Lebenszeit dafür investiert, um Kali wieder aufzubauen, wo unser Wohnzimmer wieder so gefüllt ist und sehr aktiv ist und sehr stark sind. Und jeder bringt seinen Mehrwert für Kali mit. Und wir haben sehr viele Leute aussortiert, wo sie sogar zu dem Punkt gekommen sind, Mr. Bitcoin, wo sie uns gefragt haben, ich möchte nicht, dass Kali ein Laufhaus ist. Aber durch so welche Menschen entsteht sowas, weil man auf was Neues immer jedes Mal eingehen muss. Deswegen, die Entscheidung liegt bei Ihnen und der Leadership. Wenn Sie im Reinen sind, dann sind wir das auch. Wenn nicht, dann sind wir genauso. Ich werde niemals für jemanden hinterherheulen oder traurig sein, nur weil der nicht wieder zurückkommen kann, wo der uns verraten hat. Keine Ahnung, das ist man schon gewohnt langsam irgendwie hier. Alle 2-3 Monate passiert sowas und Leute wollen wieder zurück. Leute lachen die Leute aus, weil die das gemacht haben und machen das selber. Er hat recht. Ich habe das vergessen, dass ich mal erwähnt hatte, dass ich kein Laufhaus will. Vielleicht ist die Entscheidung irgendwo falsch und irgendwo richtig, ich weiß es nicht. Ich kann nicht alles wissen. Ich weiß nur, das hatte ich nämlich mal gesagt, ich muss zu meiner Familie loyal sein. Ich bin gezwungen dazu, loyal zu ihr zu sein. Aber sie ist nicht gezwungen, loyal zu mir zu sein. Ich würde sagen, Mr. Bitcoin, Sie sind nicht gezwungen, uns gegenüber loyal zu sein, sondern Sie sind es einfach und das ist Ihr Charakter. Das ist einer der wesentlichen Charakterzüge, warum wir Ihnen folgen. Das habe ich Ihnen von Tag 1 angesagt. Das ist einzig und das Einzige, was ich Ihnen immer wieder sage. Dass Sie einer der loyalsten Menschen sind, die ich kenne und dass ich Ihnen deswegen auch loyal bin. Das muss jeder hier in der Familie schätzen. Wer das nicht zu schätzen weiß, der hat die Liebe nicht verdient. Und wie Sie Ihre Liebe ausdrücken, das ist egal. Es gab Tage, wo Sie einen hart behandelt haben, wo Sie einen fertig gemacht haben. Es gab Tage, wo Sie aber einen gelobt haben. Und es gibt Tage, wo Sie einen hinter ihm stehen. Aber was man immer weiß, ist, dass ein Mr. Bitcoin loyal ist. Das ist das Einzige, was zählt. Mit dieser Entscheidung waren Sie auch loyal gegenüber Ihrer Familie. Also ist diese Entscheidung auch hundertprozentig richtig. Ich finde es nur schade, dass es mit so welchen guten Leuten passiert. Mogli und Tarik waren lange an unserer Seite. Weißt du, es ist manchmal eine Sache des Zeitpunkts. Wie wir im Stich gelassen worden sind von Mogli und Tarik. In einer Zeit, wo wir penetriert wurden. Und beispielsweise, wenn ein Kusai geht, wie er gegangen ist. Da differenziert man, da muss man differenzieren. Wollen Sie lieber nicht hinrichten, Mr. Bücke? Um ehrlich zu sein, habe ich mich schon fast entschieden, bevor er hergekommen ist, dass ich ihn nicht nehmen will. Und ihr wisst manchmal, Chat, was ich manchmal mache. Auch gestern habe ich eine SMS geschrieben mit haltet euch bereit und ich wusste, ich werde mit Leuten nicht schießen, sondern ich will mir eben zugeben, dass ich Scheiße gebaut habe. Und so war das auch mit Mogli. Manchmal möchte ich einfach euch auf eine andere Fährte locken. Ganz einfach. Und das mache ich ja immer wieder. Wieso? Weil das Entertainment ist. Oh Gott. Verstehst du? Und das mache ich sehr oft. Und Leute, die hier viel aufpassen, die hier wirklich in den Streams mit drin sind und nicht nur so 5 Minuten reinschauen und dann wieder weg und nicht wissen, was hier abgeht, die wissen, warum ich das mache. Es gibt viel zu wenig Plot-Twists. Und ich versuche das einfach zu machen. Wie werde? Sie haben etwas Wichtiges vergessen, aber ich weiß ja, Sie sind ein bisschen älter. Sie können auch ein paar Sachen manchmal vergessen. Und zwar wollten Sie nach dem MOB-Krieg die neuen Leute blatten. Ich finde das sehr wichtig. Das stimmt, du hast recht. Geht zum Paul alle. Esko und Timo, richtig? Ich hab und Jerry. Auch noch kein Platin. Ja, und Jerry hat auch noch keinen. Der ist ja schon. Stimmt, was mit der Laser? Elijah ist doch hier. Laser. Hat der Elijah schon? Elias, hattest du schon eins? Nee. Dann komm rein.
Wo sind die anderen? Ich hab die jetzt zusammengerufen. Bueno. Guter Manus. Wir sind jetzt hier nicht zu einem Blatt out, sondern zu einem Blatt in. Ach so, okay. Ich habe euch gesagt, nach dem Krieg kriegt ihr euer Blatt in. Und jetzt habt ihr gesehen, was für Hermanos rechts und links neben euch sind. Mit wem ihr kämpft, mit wem ihr steht, mit wem ihr fällt. Seid ihr mit diesen Hermanos zufrieden? 100%. Ja. Ja. Klar, ja. Seid ihr mit der Leadership und mir als Patron zufrieden? 100%. 100%. Wirklich. 100%. Bueno. Ich will euch nicht lange aufhalten. Es ist kalt und in diesem Poll fließt das Wasser und das Blut der Hermanos, der hier Anwesenden und von auch den Leuten, die uns schon lange verlassen haben. Aber auch wenn sie weg sind, ihr Blut gehört uns. Gibt es irgendwas, was ihr auf dem Herzen habt? Es gibt einen Satz, den ich schon immer mal sagen wollte. Dann sag ihn. Einmal Kali, immer Kali. Sehr große Worte, Jerry, ne? Ich kauf sie dir aber ab, Jerry. Ich stehe auch dahinter, ja. Bueno. Dann ist das jetzt euer Blatten. Viva la Cartel, hermanos. Viva la Cartel. Viva la Cartel. Also OG von wieder, komm in die Hut und ich schieß euch nieder. Ey, du dann auf Krieger, wie hieß nochmal der Zwölfer? Sowas ist doch kein Leader. Die Stadt macht, denkt, sie hat ne Chance. Doch wir setzen sie in Trance.